Tja, ist das jetzt nur eine Utopie oder tatsächlich möglich? Matthias Schümer ist bei uns, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, also Sommer am Fluss, autofrei, die Bundesstraße. Könnten Sie sich das vorstellen? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen und das fängt ja schon seit den 90er Jahren, die Diskussion, die gibt es schon sehr lange. Meister hat es dann 2006 wieder aufgenommen, später war das Tunnel dann zu teuer, 180 Millionen, glaube ich, war irgendwie veranschlagt. Ein kleiner Bruchteil von dem, was gerade in Stuttgart gebraucht wird vom Budget. Kennt man sich auch mit Tunneln aus. Da kennt man sich auch mit Tunneln aus, aber das könnte schon fertig sein und sehr, sehr gut unterstützt auch vom Land. Und ja, wir sehen es ganz einfach. Also wir hätten auch ein Bürgerbegehren machen können an dem Wochenende. Ich glaube, wir hätten es durchbekommen, dass wir dann einen Tunnel bauen, weil die Leute haben wirklich jetzt gesehen und auch die Meinung, die da zwei Tage lang dann rüberkamen. Ja, es ist einfach herrlich. Und die Stadt an den Fluss zu holen, ist eine Entschleunigung, gerade für so eine Stadt wie Heidelberg, Tourismus pur. Da leben wir auch gut davon, also nochmal, nicht irgendwie schimpfen, weil er oftmals so ein bisschen falsch rüberkommt, dass ja die Flusskreuzfahrten und alle miteinander ein bisschen stören würden, die stören nicht. Es ist nur ein schönes Miteinander und das, wie gesagt, an den Fluss zu holen, diese Stadt mit einem Tunnel, also man soll es nochmal annehmen. Ja, das sind ja gerade wahrscheinlich dann auch die Herausforderungen. Natürlich als Touristenstadt braucht man die Menschen, die bringen Geld auf der anderen Seite, die müssen ja auch irgendwie bewegt werden. Das stimmt schon, ein Stadtmarketing und das tut sich immer mehr rauskristallisieren, ein Stadtmarketing ist heutzutage gerade mit so einem Hotspot wie Heidelberg, da können wir uns messen mit anderen Städten, mit Venedig, mit Barcelona, weil wir klein sind. Wir sind unwahrscheinlich klein und die 12 Millionen Menschen, die kommen fast alle nur in das historische Viertel. Und da braucht man einfach ein Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht werden wir nie hundertprozentig hinbekommen. Aber wie gesagt, eine gewisse Entschleunigung und die Altstadt beruhigen. Man sieht es in Ljubljana oder in Gent. Es funktioniert. Die Altstadt ist autofrei in Ljubljana und die Belieferung erfolgt und die Taxen und alles miteinander funktionieren. Wir sollten es angehen, bevor wir, wie gesagt, überrannt werden. Das wäre auf jeden Fall mittel- und langfristig der Plan. Was steht jetzt aktuell und kurzfristig an Projekten noch auf dem Programm? Ja, einiges. Also wie gesagt, die Großsporthalle ist jetzt im April, Mai nächsten Jahres fertig, wo auch die MLP Academics und die Rhein-Neckar-Löwen ihre Champions League-Spiele austragen werden. Die Stadthalle mit Wehmut geschlossen, aber natürlich auch mit dem Sinn, dass wir sie jetzt auch ertüchtigen, weil jetzt wissen wir auch, was hinter den Wänden alles zu finden ist. Und dann fangen wir an Ende des Jahres mit dem Spatenstich fürs Konferenzzentrum. Mhm. Also der Gemeinderat hat uns grünes Licht gegeben, aber jetzt müssen wir auch leisten. Ich kann mir vorstellen, dass Sie in Ihrer Position ja natürlich auch eine Schlüsselfigur sind zwischen verschiedenen Parteien, wo es oftmals auch zu vermitteln gilt. Wie ist das da? Ist es dann oftmals vielleicht doch eher auch der Schulterschluss? Das Schönste ist an meiner Position, dass ich Heidelberger bin. Ich gehe davon, es ist meine Stadt. Also nicht falsch verstehen, es ist unsere Stadt, aber meine Stadt. Und ich habe immer gesagt, ich werde dieser Stadt nicht zumuten, was uns dann erschlägt. Ja, und da müssen wir ganz einfach miteinander schauen. Die Parteien, der Gemeinderat, alle, wie gesagt, die mit zu tun haben. Unsere Gästeführer stehen hinten dran. Das ist unsere Stadt und wir wollen authentisch bleiben. Da drücken wir Ihnen dabei die Daumen. Heidelberg ist eine schöne Stadt und dass sie weiterhin so schön lebenswert bleibt. Matthias Schümer, danke, Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Danke.